Umfrage: Extreme Hitze hat Auswirkungen auf Gesundheit vieler Deutscher. Gesundheitsprobleme durch extreme Hitze. Extreme Hitze. Hitze macht dich aggressiv. Mogelpackung, Klima und Gesundheit komplett einmal hier zerlegt. Wenn man Gesundheit bei Google eingibt und auf News klickt, dann sehen wir folgende Dominanz am Himmel strahlen. Umfrage: Extreme Hitze hat Auswirkungen auf Gesundheit vieler Deutscher. Sommer, Sonne, steigende Temperaturen. Darüber freut sich nicht jeder. Stimmt, weil wir haben keinen Sommer. Laut einer Forsa-Studie der Krankenkasse DRK Gesundheit hat in diesem Jahr schon jeder Vierte in Deutschland, also von denen ich kenne keiner, Gesundheitsprobleme durch extreme Hitze gehabt. Ja? Ich wiederhole, extreme Hitze, früher war es einfach nur warm. Und im Sommer, jeder Vierte, ich habe keine Ahnung, wo die Umfrage passiert ist, weiß nicht, vielleicht in Dubai oder was. Aber auch hier, oder mit Diabetes, ja, auch hier. Oder auch, ja, sehr gut fand ich hier zum Beispiel auch, ja. Hitze macht dich aggressiv, ja. Nein, eher das, wenn ich sowas lese, was die gleichgeschalteten Medien hier mit Umfragen nach ihren Wünschen in die breite Masse streuen. Aber auch fürs Herz, ja, wird immer wieder aufgeklärt, dass es gefährlich sei. Und das gehe ich gleich mal richtig, richtig gut an und widerlege den ganzen Spuk. Das mag zwar auf den Einzelnen zutreffen, dass dieser dann dementsprechend Probleme manifestieren kann, nur eben nicht für die breite Masse. Das geht aus Zahlen hervor. Denn selbst die Faktenchecker argumentieren ja, dass es nicht auf einzelne heiße Tage ankommt, sondern auf den Trend über Jahre. Dazu dieses interessante Bild. 56 Grad 1957, ja, dann ungefähr in den 70er Jahren 40 Grad und dann 2022 wird geschrieben. 35 Grad. So etwas hat es früher nicht gegeben. Tatsächlich wurde dieser Wert von 56 Grad nämlich in einer Bahnhofsuhr gemessen. Daher muss man hier schauen, dass man nicht die Glaubwürdigkeit verliert und diese dementsprechend verspielt, die ich aber wieder zurück. Denn was man nicht leugnen kann, dass es auch schon früher heiße Tage gab. Ein weiteres Argument ist dann aber, ja klar gab es früher Hitzetemperaturen, aber seit der Wetteraufzeichnung steigen doch die Temperaturen. Ja, das ist auch so. Aber die Wetteraufzeichnung ist erst seit 150 Jahren, also 1881, also circa 150 Jahre. Das ist natürlich extrem lächerlich, da es gerade mal vor 4 Milliarden Jahren Temperaturen unter 100 Grad auf der Erde möglich waren. 150 Jahre sind extrem wenig in Bezug auf das Klima, dass dieser Wert nicht im Ansatz, nicht mal das Zehnfache würde ausreichen, auch nicht mal das Hundertfache würde ausreichen von diesen 150 Jahren, um wirklich eine Aussage zu treffen, ja, über das Klima. Dazu möchte ich euch einen kleinen Zahlenstrang, der aber etwas größer ist als diese lächerlichen 150 Jahre, die ja nötig sind, die es ja so klein ist, damit das ja dementsprechend ins Narrativ passt, naja, aber einfach mal aus den letzten 400.000 Jahren geben, ja. Und dann schauen wir das Ganze mal an. Denn dieser ist ja immer noch im Vergleich zur Geschichte der Erde sehr, sehr klein. Dann sehen wir hier deutlich und kausal, dass alle 100.000 Jahre die Temperaturen ansteigen. Und das sehr rapide, damit sich diese dann wieder in den nächsten tausenden Jahren abkühlen. Das ist etwas völlig Normales, ja. Das ist aber nicht etwas, was in das Narrativ der Panikmacher hier von den 150 lächerlichen Jahren, ja, die knapp 2600 mal weniger sind als den Zahlenstrang, den ich euch jetzt mal gezeigt habe, ja. Aber ein Zitat aus ggeschichte.de: Eiskernbohrungen in Grönland und in der Antarktis offenbaren dabei einen regelmäßigen Zyklus. Etwa alle 100.000 Jahre erwärmt sich die Erdoberfläche rapide um mehrere Grad Celsius, um dann nach einigen tausend Jahren wieder abzukühlen. Den Grund dafür berechnete der serbische Geophysiker Herr M. Milan Kovic in den 1920er Jahren. Die Erde dreht sich nicht in stets gleichmäßigen Bahnen um die Sonne, sondern sie eiert wie ein taumelnder Kreisel. Siehe Bild. Dadurch werden die Kontinente im Jahresmittel mal mehr und mal weniger stark von der Sonne beschienen. Punkt. Ja. Man muss nur lange genug die rechtlichen Zwangsmedien inhalieren, dann ignoriert man auch diese Fakten. Jeder verdient mit dem Klima und Angst damit letztlich ganz besonders viel Geld verdienen. Weiter heißt es, die gegenwärtige Wärmezeit, Holozän heißt die übrigens, begann schon, in der wir uns gerade befinden, vor 11.700 Jahren, ja? Aber vor 150 Jahren, Leute, das ist der Kern. Das ist das Wichtige.
Ich kenne mehr. Begann vor 11.700 Jahren und ist bislang relativ milde ausgeprägt. In der vorgegangenen Hochphase vor rund 125.000 Jahren war es deutlich wärmer. Das sehen wir hier auch nochmal in den Zahlenstrang. Was für ein Eigentor. Die Wärmezeit, von der die Hysterie ausging, fing bereits vor 11.700 Jahren an und die Medien wollen mir erzählen, dass seit Beginn der Wetteraufzeichnung vor 150 Jahren ein krasser Wandel passiert sein soll. Ja, okay. Das würde natürlich das Narrativ zum absoluten Sprengen bringen, ja, deswegen nimmt man einfach so wenig wie einfach möglich von dem Zahlenstrang, die 150 Jahre. Dass es dann wieder auch einfach passt, ne, ist ja klar. Welchen Einfluss der Mensch auf das Klima hat, das weiß ich nicht. Und das kann auch ganz sicher keiner sagen, der sich hier auch mit 150 Jahren zufrieden gibt, ja. Und der nicht mal das Wetter für 3 Tage vorhersagen kann, aber mir dann erzählen möchte, was in 1000 Jahren hier los ist oder was, ja klar. Seit dem Auftreten der ersten menschlichen Hochkulturen blieb das Weltklima relativ stabil, bislang. Ja, es kam nur zu kleineren Schwankungen in den Größenordnungen von 1 Grad Celsius, die unter anderem auf veränderte Sonnenaktivität beruhen. Doch auch diese zeigt natürlich Folgen. Damit wir das schon mal endgültig geklärt haben, dass hier manipulativ gearbeitet wird und nur das gezeigt wird, was in das Schema F der gleichgeschalteten Medien und Regierung passt, aber nichts mit der Realität vor 100.000 Jahren zu tun hat. Dazu noch ein paar Angstposts, dass es den Menschen jetzt so viel schlechter geht, weil die Sonne scheint. Und fertig. Doch das widerlege ich jetzt. Kehren wir mal zurück zum Schwindel mit der Gesundheit und der Panikmache. Denn Angst macht ja bedenklich gefügig. Bei euch natürlich nicht, ja. Aber bei der breiten Masse natürlich, ja. Ihr seid natürlich aufgeklärt. Was ist denn so nachteilig, ja? Wie immer geschrieben wird, dass es wärmer wird. Dann schauen wir uns doch mit Statistik an. Denn es müsste ja so sein, dass in den Sommermonaten die meisten Krankheitsfälle auftreten. Wenn wir ständig hören, hier Diabetes, Herzkrankheit, jeder Vierte hat Probleme. Was aber zuerst vermerkt wird, dass seit 2020 allgemein ein absoluter signifikanter Anstieg der Krankheiten zu verzeichnen ist. Aber meine rosa-roten Panther da draußen wissen natürlich, was los ist, ja. Oh, am absoluten Tiefpunkt beim Krankheitsstand im Sommer sehen wir hier. Das ist der absolute Tiefpunkt im Sommer. Aber schreiben wir einfach noch ein paar Artikel, wie schlimm und schädlich Hitze für die Allgemeinheit ist. Aber Krankheiten ist doch klar, dass es im Winter mehr Erreger gibt. Doch wie sehen die Todesfälle denn dementsprechend aus? Diese sind doch dann durch die Hitzetoten nicht mehr zu verbergen, ja? Und sicher deutlich höher als im Winter. Nein, das wurde nie beobachtet. Man sieht hier ganz klar einen starken, abflachten Verlauf der Toten auch im Sommer. Das heißt, keine Kranken, keine Toten. Was ist los? Und das Ganze auch über Jahre verteilt sehen wir hier auch nochmal. Das ist keine Momentaufnahme, die ich hier zeige. Sieht man immer im Sommer die tiefsten Werte von Todesopfern. Und obwohl noch on top dazu kommt, dass es weniger Suizid- und Autounfälle, Tote, ja, dementsprechend gibt in kalten Jahreszeiten und trotzdem so wenig ist im Sommer los, das gibt's doch gar nicht. Daher ist es kausal belegt, dass es sicher nichts mit der Hitze zu tun hat und schon gar nicht mit diesen lächerlichen 150 Jahren, wo es jetzt ein bisschen wärmer wird. Das Ganze kann man noch medizinisch erklären, denn gegen die Annahme, dass es angeblich gefährlich sei, ja, für die Allgemeinheit, ja, und das und vor allem für die Herzen, ja, wie gesagt, für den Einzelnen kann das passieren, aber für die Allgemeinheit, schreibt das erste Blatt wie folgt, Cambridge. Ein Viertel aller proteinkodierenden Gene werden in Abhängigkeit der Jahreszeit unterschiedlich stark abgerufen. Betroffen ist laut einer Studie in Nature Communication vor allem das Immunsystem. Die unterschiedliche Aktivität könnte Ursache, aber auch Folge der saisonalen Auftreten bestimmten Krankheiten sein. Nicht nur Atemwegsinfektionen treten im Winter häufig auf, auch Herzerkrankungen treten im Winter häufiger auf und rheumatoide Arthritis ebenfalls, ja, in dunklen Jahreszeiten. Dort verschlechtert sich das Ganze. Doch die Gründe sind hier unbekannt. Na, aber uns doch nicht. Für mich und meine Follower sicherlich nicht. Dazu schaut man sich diese Meta-Analyse mal an, die kausal belegt, dass ein niedrigerer Vitamin-D-Wert mit höheren Sterblichkeiten einhergeht. So schreibt die Wissenschaft in der Konklusion. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass der Vitamin-D-Status
in einem umgekehrten Verhältnis zur Gesamtmortalität, das heißt Gesamtsterblichkeit, steht. Mehr Vitamin D, weniger Sterblichkeit. Weniger Vitamin D, mehr Sterblichkeit. Entgegengesetzt. Antiproportional. Ihr wisst schon, ihr versteht schon. Des Weiteren, einige treue Follower erinnern sich an mein Fiebervideo. Wärme ist entscheidend für den Körper bei der Bewältigung von Krankheitserregern. Kleinste Veränderungen machen große Unterschiede in der Immunantwort. Dann werden bereits Gene verändert, so schreibt das ja auch das Ärzteblatt, ja. Denn bei der Steigerung von einem Grad im Körper verdoppelt sich die Immunkraft bereits. Und dann, wie gesagt, doppelt und dann 2x2, vervierfacht, ja, verachtfacht, 16-facht und so weiter, ja. Als Beispiel haben wir das Epstein-Barr-Virus, welches über 90% der Menschen in sich tragen und durch Küssen dementsprechend übertragen wird. Und auch ganz klar eine Ursache sein kann für Krebs, ja. Oder das Epstein-Barr-Virus ist der Hauptverursacher von Multiple Sklerose, weiß man auch heute. Da ist jede stärkere Immunkraft absolut entscheidend und Wärme ist super. Daher Leute, tankt Vitamin D. Ich supplementiere übrigens immer jeden Tag laborgeprüftes Vitamin D3 und Wärme tut mir sehr, sehr, sehr gut. Auch im Sommer habe ich vor kurzem ein Video gemacht, Vitamin D. Auch im Sommer, ganz wichtig, warum, habe ich dort ganz genau belegt, ja. Da gebe ich meinem Körper auch ein bis zweimal die Woche die extra Packung Klimawandel, ja, und gehe in die Sauna. Unterstützen könnt ihr mich in der Videobeschreibung. Dort gibt es die besten Fitmacher für euch, für eure Familie, für eure Liebsten, ja, entwickelt, laborgeprüft, von mir konzipiert auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support, mach keine Kompromisse, bis gleich auf purazell.de.